Affairs Business Lounge, liebe Gäste im VIP-Raum hier in der Arena und liebe Fans draußen in der Arena, ein herzliches Willkommen zur heutigen Pressekonferenz zum Spiel der Dresdner Eislöwen in die Star Wars Rosenheim. Endstand 6:1. Die offizielle Zuschauerzahl 1399 Zuschauer. Ich grüße recht herzlich die beiden Trainer, zu meiner Rechten Franz Speer, Cheftrainer des Star Wars Rosenheim, und zu meiner Linken wie immer Thomas Popisch, unseren Cheftrainer. Wir beginnen natürlich wie immer mit unseren Gästen. Franz Speer, Ihre Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, schönen guten Abend in Dresden. Wir haben uns das natürlich ein bisschen anders vorgestellt. Erster Schuss, ich habe Ihnen gesagt, kurze Seite nicht rausspielen, bumm. Erster Schuss aufs Tor, ein Tor. Das zweite Tor fällt der Verteidiger auf den Arsch. Ist das Hintern, in Bayern sagt man Arsch. Da ist schon losgegangen und dann, wenn du natürlich in Dresden dann im ersten Drittel 3-0 hinten bist, dann kriegen wir noch 5 Minuten Strafe. Und der Schiedsrichter hat anscheinend nur eine Farbe erkannt, die er Strafzeichen gegen kommt, 2 Drittel lang. Da muss ich sagen, die brauchen einmal eine doppelte Brille, was die zusammenpfeifen. Schiedsrichter war nicht der ausschlaggebende Punkt, das haben wir schon auch selber. Es war optimale Chancenauswertung von Dresden. Und wenn du 3-0 in Dresden hin bist, mit der Defensivstärke, dann kannst du eigentlich aufhören. Ja, da ist es dann äußerst schwierig. Und wir sind in keinster Weise im ganzen Spiel zu unserem Spiel gekommen. Es gibt solche Tage, da wenn du aufstehst, ist es eigentlich besser, du bleibst liegen. Das war halt so einer, es hat nichts gepasst, von vorn bis hinten. Und ja, und natürlich hat dann Dresden auch verdient gewonnen. Haben 5 mehr gekostet. Danke. Vielen Dank für diese Einschätzung. Thomas, Glückwunsch zum höchsten Heimsieg in dieser Saison. Du spielst ja gerne mal Quiztaxi ab und zu. Was war denn der höchste Heimsieg unter deiner Regie bisher? Weißt du es noch? Nicht ganz, 9-3 gegen Freiburg am 27.11.2009. Ja, heute 6 Tore, am letzten Wochenende nur 2 geschossen. War das halt ein bisschen der Knoten, der endlich platzen musste? Weil im letzten Heimspiel habt ihr ja letzten Endes genug Chancen gehabt und dann doch das Spiel leider aus der Hand geben müssen. War das heute vielleicht in Anführungszeichen die Revanche dafür? Ja, Revanche, ich meine, wir haben ja 3 Spiele am Wochenende gemacht. Das Heimspiel hat jeder gesehen. Ich glaube, da waren wir im ersten Drittel klar überlegen, haben die Torchancen gehabt, haben die Tore nicht geschossen, aber zum Eishockey gehörte dazu, haben wir am Freitag darüber gesprochen. In Schwenning hat die Truppe wirklich hart gearbeitet, gekämpft für die Punkte. Wir haben da nichts mitnehmen können. Und heute haben wir natürlich vor dem Spiel da gesessen, dass wir wieder genauso druckvoll reingehen wollen. Wir müssen Veränderungen vornehmen, heißt Tore schießen. Das haben wir sehr gut umgesetzt. Wir haben, oder besser gesagt, die Verteidiger heute den Part übernommen. Gerade im ersten Drittel ist der Flo natürlich ein paar Mal nach vorne geschossen und hat die reingejagt. Egal wer sie macht, wir haben heute die Tore gebraucht und dann haben wir natürlich gesehen, dass die Mannschaft sich selber dafür belohnt hat. Und diese Belohnung muss immer kommen. Es waren 3 harte Tage gewesen in Schwenning, zum Schluss bloß mit 13 Mann, noch einer verletzt, teilweise bloß mit 12 Mann. Heute haben wir ein bisschen Zuwachs bekommen. Nochmal danke an Passau, dass sie den Aaron Reckers uns zur Verfügung gestellt haben. Joel Keusen ist wiedergekommen und die haben ihre Sache hinten in der Verteidigung auch sehr gut gemacht. Sie haben vorher noch nie zusammen gespielt. Und die paar Sachen zusammen waren natürlich der Grundstein, dass wir heute hier gewonnen haben. Wie gesagt, zur Schiedsrichterleistung werde ich mich natürlich nicht äußern, weil wir haben heute vielleicht ein oder andere Mal profitiert. Aber entscheidend ist nicht die Schiedsrichterleistung, sondern entscheidend war heute die Leistung meiner Mannschaft, die wirklich viel getan hat, um auch die Strafen rauszuholen, dennoch die Tore gemacht hat. Und ich bin erstmal zufrieden mit dem ersten Viertel der Saison, wie wir in die Pause kommen. Wie gesagt, von den Punkten her ist in Ordnung. Und jetzt hat sich die Mannschaft ein paar Tage erholen verdient, regenerieren, Akkus auffüllen und dann greifen wir wieder an. Dankeschön. Herr Lucke von der Morgenpost hat eine Frage. Nein, Thomas, wie belohnst du nur die Mannschaft nach diesem Sieg? Also, wie viele Tage haben Sie jetzt frei? Gibt es irgendwie ein kleines Soli? 14 Tage. Nein, der Franz macht den abhängig vom Ergebnis heute, habe ich gehört. Die werden gar keinen frei haben. Unsere Spieler haben bis einschließlich Samstag frei. Wenn du gerade dabei bist, weitere Fragen?
Okay. Da habe ich noch eine, Thomas. André Mücke, heute wieder Verteidigung gespielt, das erste Mal als Verteidiger ein Tor gemacht. Ich denke, er macht seinen Job dahin sehr gut. Wie siehst du seine Leistung als Verteidiger? Na, er spielt sehr gut. Wie gesagt, der Pflege ist ja ein cleverer Spieler, ein laufstarker Spieler, der jede Position sofort ausfüllen kann, der das Spiel gut lesen kann und gerade in der neutralen Zone läuft er gut in Position. Es ist wichtig, dass wir solche Spieler haben, die verschiedene Positionen schnell ausfüllen können, weil, wie gesagt, grundsätzlich haben wir nur 3 gelernte Verteidiger, letztes Jahr mit dem Hendrik schon und in Schwenning waren sie zu viert gewesen und wie gesagt, er hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir werden sehen, ob wir ihn weiter hinten bringen oder ob wir ihn wieder nach vorne nehmen. Wichtig ist für uns, dass jeder Spieler für die Mannschaft sich aufopfert und die Position nimmt, so wie wir ihn am besten brauchen können. Und dann ist es entscheidend, wie gut kann er die ausfüllen. Und er hat jetzt in den letzten Tagen gezeigt, dass er die Verteidigerposition sehr gut ausfüllt. Und das hat uns natürlich ein großes Stück weitergeholfen. Weitergeholfen hat er letzten Endes auch Joan Parisi, der sehr gut über die Bresche gesprungen ist, und Callum Briggs, der verletzt war. Nun gab es ja in den letzten Tagen ein paar Gerüchte, dass er nach Schwenning geht, dass er woanders hingeht. Wie ist da der Stand? Oder willst du die Länderspielpause noch abwarten, bevor du da endgültig ein Urteil fällst, der dann beim nächsten Spiel in Krimitscher am Tor stehen wird? Ja, wir haben einen Vertrag mit Jordan bis zum 20. Wie gesagt, so lange steht er uns zur Verfügung. Was jetzt in den nächsten Tagen passiert, wir werden Kellen genau beobachten. Aber der Jordan hat seinen Job, den wir ihm zugedacht haben, zu 100% erfüllt. Er hat uns in jedem Spiel eine Siegchance erarbeitet. Er hat uns, glaube ich, verdient. Es ist immer schwer und schade, so einen Spieler ziehen zu lassen. Aber war von vornherein klar, dass er zeitlich begrenzt hier ist. Und wir bereiten Kellen so vor, dass er dann nach der Länderspielpause eingreifen kann. Ob ein Krimitschau oder ein Heimspiel, das werden wir kurzfristig noch entscheiden. Danke, Thomas. Gibt es weitere Fragen an meinen Trainer? Wenn dem nicht der Fall ist, würde ich Ihnen ganz gerne noch die Endergebnisse des heutigen Spieltages bekannt geben. ESV Kaufbeuren gegen Heilbronn auf Halken 5:8. Hannover Indians gegen Lausitzer Füchse 0:2. Landshut Cannibals gegen die Schwenninger Wild Wings 4:1. Eispiraten Krimitschau gegen Ravensburg Tower Stars 0:4 und SC Bietigheim-Stevers gegen die Fischtown Pinguins 3:7. Mit der Eislöwen geht es, wie gesagt, jetzt erst einmal in die Länderspielpause. Das nächste Heimspiel dann am Sonntag in einer Woche. Davor das Derby in Krimitschau. 20 Uhr geht es da los am Freitag und am Sonntag hier gegen den SC Riesersee. Spielbeginn um 18 Uhr. Ihnen allen wünschen wir noch eine schöne Woche. Eine gute Pause im Eishockey und dann sehen wir uns alle in der nächsten Woche wieder. Unseren Gästen einen angenehmen Hauseweg und Ihnen ebenso einen schönen Abend noch. Vielen Dank.